Servus Freunde und damit willkommen zu einem weiteren neuen Video. Und zwar spiele ich mal wieder ein Spiel, das jeder mal früher irgendwann auf jeden Fall gespielt hat. Und zwar, wie ihr es hier schon sehen könnt, handelt es sich hierbei um Minecraft. Natürlich wieder mit meinem Lieblings-Texture-Pack, SpexBDCraft. Das Video von Pflanzen gegen Zombies war ja auch so ein Spiel, das jeder irgendwann mal bestimmt gespielt hat. Und jetzt hier mit Minecraft, kennt bestimmt jeder. Ich denke, ich spiele erstmal eine kleine Runde Multiplayer und zwar auf dem GOMME HD-Server, man kennt den auch. Damals früher immer gespielt, auch so in der Zeit, ich glaube so ungefähr, auch so 7. Klasse oder 8. auf jeden Fall, ich glaube vor so 3-4 Jahren, das letzte Mal hier Minecraft gespielt. Das Spiel habe ich gestern installiert und kurz mal ausgetestet, die Steuerung auch mal eingerichtet, weil die Standardsteuerung ist schon mega merkwürdig. Weil zum Beispiel gibt es solche Sachen wie Auto-Jump, also automatisch springen, das habe ich natürlich direkt deaktiviert. Und das hier ist irgendwie die neueste Version, aktuell 1.14, genau so heißt sie. 1.14 ist das hier, also schon mega krass. Als ich damals gespielt habe, war es glaube ich die Version 1.8 irgendwas. Also da merkt man auf jeden Fall, schon ziemlich lange her. Und der Skin natürlich immer noch, wie damals der Paluten-Skin. Der gute alte Paluten, den schaue ich ja immer noch. Mein Lieblingsmodus hier Skywars, den habe ich am meisten damals immer gespielt. Gestern auch mal 2-3 Runden schon mal angezockt, mal gucken, was da noch geht. Und jetzt spiele ich auch erstmal eine kleine Runde. Und natürlich, wenn es euch gefällt, ein Like da lassen. Wenn euch diese Abwechslung gefällt von den Videos. Stimmt, was gab's denn da eigentlich? Ich hatte irgendwie verschiedene Kits. Starter, Zauberer, Wolfsjunge, Assassine. Hä? Ich hatte doch... Gibt's das nicht mehr? Es gab so ein... Ey, jetzt... Naja, man, es fängt direkt an. Ja, okay, jetzt habe ich den Magier. Also eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist, ich hatte auch den Magier bei den Runden. Und zwar kann man beim Verzaubern gar nicht mehr den Rückstoß bei Schwertern machen. Weil das ging ja immer, das war eigentlich mega overpowered. Und deshalb haben die es wahrscheinlich eingestellt, dass man keinen Rückstoß mehr verzaubern kann. Weil das ja bei diesen kleinen Maps vor allem zum großen Vorteil, weil man die Gegner einfach direkt runterschubsen kann mit dem Knockback. Weil jetzt hier sieht man nur noch Schärfe. Also haben die anscheinend bearbeitet. Weil das war eigentlich mega die OP-Kombo. Oder ich könnte auch mal das eine Kit ausprobieren. Ich mache mal ein bisschen lauter das Spiel. So. Und zwar das eine Kit, wo man... Oh, da ist schon der Gegner. Ja, gut. Aua. Alter. Ja, das war's mit der ersten Runde. Ich bin natürlich nicht der Beste nach so langer Zeit. Damals war ich schon... ziemlich gut. Hatte immer 3-4 Kills pro Runde. Ich mache mal eine mit 4er Teams. Ich gehe mal einfach daran. Ich, und zwar wollte ich mir das Kit anschauen. Es gab doch eins, das war mega stark, aber irgendwie haben die es rausgenommen, dass man diesen Stick hatte mit Knockback. Alles klar, was gab es denn da für komische Sachen? Assassine. Ja, tatsächlich. Okay, die haben es echt rausgenommen. Schade, weil das war eigentlich echt cool. Das Kit, weil da hatte man eben den Stick mit Knockback. Wahrscheinlich haben die alle Sachen mit Knockback rausgenommen, weil die halt zu overpowered waren. Sehr schade, weil das war eigentlich so mein Lieblingskit neben dem Magier mit einem verzauberten Rückstoßschwert. Gibt's anscheinend nicht mehr hier bei GOMME HD. Ich spiele, glaube ich, mal eine Runde dann lieber Bed Wars. Das war auch immer cool, so meine Lieblingsspielmodi. Und damals so die ganzen Minecraft-YouTuber spielt eigentlich jetzt so gut wie keiner mehr Paluten ab und zu. Oder aktuell machen die ja noch ein Projekt, also German Let's Play und Paluten. Da schaue ich bei denen noch, aber sonst, ja. Damals war ja richtig so die Hochphase, so vor 3-4 Jahren mit Minecraft. Und jetzt mittlerweile von Fortnite oder so abgelöst und FIFA, so der Mainstream-Markt. Aber ich dachte mir, zocke ich mal wieder an, richtig Oldschool-mäßig. Und jetzt spiele ich mal eine Runde Bed Wars. Damals bei Paluten einfach die Bed Wars Woche. Wer sie noch kennt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Solo, oh Duo, da habe ich Bock drauf. Ja, Quick Play, einfach irgendwie eine Runde. Bed Wars, man kennt's. Man muss hier Bronze sammeln und Silber. Und dann kann man sich schön Items kaufen wie Bögen. Da muss eben das Bett der Gegner abbauen. Dann können die nicht mehr respawnen. Und dadurch kann man eben dann die Gegner besiegen. So, und in der Mitte gibt es eben Gold. Und mit dem Gold kann man sich eben einen Bogen zum Beispiel kaufen. Das zum Beispiel sehr stark, so Blöcke. Erstmal ein paar Blöcke kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht hier. Und eine kleine Rüstung, die ist natürlich auch immer gut.
Und was braucht man natürlich noch? Oh, da gibt's, stimmt, da gibt's noch den Knockback-Stick. Oh, ist da jemand? Nein. Hä, alles klar. Ja, genau. Jo, das war schon. Einfach direkt uns beide weggerackt und das war's mit der Runde. Also, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich spiele meine Runde solo, ohne Teamkollegen. Weil der war nicht gerade der Beste. Ah, stimmt, die Map, lol. Die kenne ich auch noch. Aber ich weiß nicht mehr, wo es Silber hier gab bei der Map. Hier. Ah, hier hinten. Ah, lol, das war, glaube ich, das, wo es immer ab und zu mal rausgefallen ist. Aus diesem Transporter. So, paar Blöcke. Das Shop-System ist immer noch das gleiche. Zum Beispiel bei dem Revinside-Server war das, glaube ich. Die hatten ein besseres System. Da konnte man alles viel schneller kaufen. Oh, ups. Mal kurz mein Schwert weggeworfen. Okay, ein Bett wurde abgebaut. Zwar aber nicht meins, hoffe ich. Ich baue es mal ein bisschen sporadisch hier ein. Alter, ja, genau. Geiler Bug. Egal, ich lebe ja noch. Aber mega. Hä? Digga, ich wollte mich normal rüberbauen. Und dann buggt das Spiel einfach rum. Am Sneaken die ganze Zeit gerade beim Bauen. Und normalerweise sollte man da eigentlich nicht runterfallen. Jetzt bitte auch mal gescheit rüberbauen. Ey, na. Bin so dumm. Das nächste Bett ist weg. Ich bin einfach gesprungen. Beim Bauen, alles klar. Richtiger Noob hier. Ah, lol, es gibt ja mittlerweile jetzt andere Schuhe. So, schaffe ich es jetzt auch mal. Ach. Ja, der hat sich gerade rüber gebaut. Und jetzt baut er wahrscheinlich mein Bett ab. Und das war's dann. Ich hab dem bisschen geboxt. Oh, jetzt hat er mich eingebaut, jo. Kann ich vergessen. Mein Bett ist ab. Und jetzt sperrt er mich auch noch ein. Toll. Richtig in der Falle. Kann ich das Spinnennetz auch abbauen? Jo. Da bin ich down. Ey, was eine Runde. Ich kann ja gar nichts mehr. Ich kann absolut nichts mehr. Master Builders. Ah, lol, das war cool. Gun Game. Ah, lol, das war auch lustig. Da hatte man so ein Level-System. Und jetzt habe ich ein Level ab. Und noch ein Level ab. Oh nein, jetzt bin ich down. Man muss immer jeden hier wegracken, dann bekommt man ein Level ab, aber ja. Wenn man ins Wasser fällt, verliert man einige Level meistens. Jawohl, direkt zwei Kills gerade. Einfach mal zwei auf einmal. Jo, 306 Kills habe ich insgesamt oder was? Rekord war Level 23. Ah, lol, das ist ein guter Trick. Einfach hier abwarten, bis die Leute laufen. Ich spiele noch mal eine Runde Skywars. Und jetzt bitte mal besser. Nicht so wie die anderen. Aber 12 mal. Ne, ich will mal mit Teams. Oder ne, wobei, wenn ich so einen komischen Teammate wieder bekomme, dann doch lieber nicht. Ich hole mal Assassine. Komm, Leute, jetzt will ich aber mindestens 2, 3 Kills mal sehen in dieser Runde. Bisher einfach nichts hinbekommen. So, jetzt hier. Oh, das ist eine coole Map. Die ist ziemlich klein von den Abständen her. Und die Mitte ist nicht mal weit weg. So, jetzt habe ich schon mal hier gutes Equip. Helm. Diamantschwert. Aber eigentlich ist das Magier-Kit sogar besser, weil man hat ja noch Diamanten vom Magier-Kit zur Verfügung. Aha, hier unten kann man rein. Ah, lol, da ist kein Wasser mehr. Weil so gesehen ist das eigentlich beim Magier-Kit genau das gleiche. Bloß, dass man eben schon Diamanten hat und die Sachen noch verzaubern kann. Können wir eine Diamanthose machen? Ah, hier ist ja noch eine Kiste. Oh, Junge. Das ist stark. Einfach jetzt Diamanthose und Brustpanzer auch noch. Fast full Dia. Und das bloß bei meiner eigenen Basis. Okay, hier ist anscheinend keiner. Ah, da ist jemand. Der hat sich was zum Essen gegeben. Ah, der ist jetzt mit der Pearl. Mit der Ender Pearl in die Mitte. So, jetzt aber mal gut rüberbauen und nicht wieder runterfallen wie vorhin.
Aber es gibt ja auch so eine Technik, Fast Bridgen, das konnte ich aber nie. Ich kenne immer nur hier normal mit Sneaken. Und jetzt, da ich sowieso das schon ewig nicht mehr gespielt habe, warum sollte man das jetzt riskieren? Also da ist jemand. Okay, der hat einen Schein bekommen. Weil da waren ja zwei vorhin in der Mitte, aber jetzt nur noch einer. Oh, da fliegt jemand runter. Ich wollte eigentlich mal Kills heute machen in dieser Runde, aber bisher gab es noch nicht die Gelegenheit. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier mit dem Cooldown auf dem Server ist, weil es gibt ja eigentlich einen Cooldown zwischen den Angriffen. Beim Kampfsystem, ich glaube mit der 1.9 kam das ja ungefähr rein. Oh, da ist jemand. Komm. Ich bin im Wasser, das ist nicht so gut. Oh, jetzt habe ich ihn in Spinnweben, jetzt habe ich ihn. Jawohl, das wird er, das wird er. Okay, der will Lava ins Wasser setzen, auch eine interessante Taktik. Jawohl, der erste Kill mal am heutigen Tage. Und er hat noch einen Diamanthelm. Diamantschüchen, ja, die habe ich auch. Die gleichen, der war anscheinend auch Assassine wie ich. Schön. Oh, ah, okay, das war Wasserschaden. Habe ich endlich den ersten Kill bekommen. Der war aber auch ziemlich einfach, weil ich konnte den einfach einbauen mit Spinnenweben. Und dann war das ganz, ganz easy. In der Mitte ist noch der eine Typ. Und da baut sich jemand rüber. Hat er auch ein Paluten-Skin? Wäre auf jeden Fall nice. Die gute alte Palette, wie er auch genannt wird, von German Let's Play. Oh, der Döner sagt GG. Ah, lol, da heißt Dönerzwerg. Alles klar, geiler Name. Jetzt hat er bitte keinen Bogen oder so, weil das gibt's ja auch. Bogenkit. Das habe ich sogar, glaube ich. Aber noch nie benutzt. Ah, wartet mal, Leute. Jetzt geht's ab. Ich riskiere es einfach hier in die Mitte über den Weg. Spinnenweben zur Hand nehmen. Was macht er denn? Er steht einfach rum. Nein, nein, nein. Komm, Spinnenweben. Jawohl, ich habe ihn gefangen. Das war gut. Nein. Ich habe ihn aber auch gut gehittet bisher. Aber er ist full dir. Komm. Oh, na, okay, was? Er hatte noch über die Hälfte oder was? Schade. Aber war eine coole Runde. Immerhin bis zum Finale geschafft, aber der hatte noch 4,5 Herzen, also fast die Hälfte. Egal, ich bin zufrieden. Ein Kill. Den letzten leider nicht mehr, weil der hatte irgendwie eine mega starke verzauberte Rüstung anscheinend. Ich glaube, ich mache mal eine Runde zum Abschluss nochmal. Weil ich denke, das müsste reichen von der Zeit für den Part. Und vielleicht teile ich die auch nochmal auf. Kann auch sein, aber ich denke, das müsste eigentlich reichen. Die Runden, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich hole diesmal den Zauberer. Und das ist eine 8x2 Map, oder? Ja, ich gehe mal hier mit dem Mexican Shadow in ein Team. Nochmal eine Runde hier zum Abschluss dieses Parts von Minecraft nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Oh, der hat den Assassinen. Oh, Enderpearl, geil. Oh, noch eine Enderpearl, Jungs. Gute Sachen auf jeden Fall. Ich droppte mal was. Könnte ich mir eigentlich schon mal ein Dia-Schwert machen? Schärfe 2. Locker easy. Ah, hier sind Workbenches. Perfekt. So, Schärfe. Oh, Nemesis, der Gliederfüßer brauche ich nicht. Hallo, kriege ich Schärfe? Oh, was hat der mir gegeben? Oh, Ehre. Eisenhelm. Ich gebe ihm auch nochmal ein paar Level, damit er sich schön auch verzaubern kann. Oh nein. Aber der ist nur runtergefallen. Schärfe. Ja, jetzt hat's funktioniert. Geil. Dafür baue ich jetzt ein Dia-Schwert. Schärfe 2. Sehr stark. Und ja, Brustpanzer. Kann ich auch noch machen. Alter. Also ich denke, der Magier ist aktuell, glaube ich, dann das stärkste Kit meiner Meinung nach. Weil es ja nicht mehr geht mit dem Knockback bei dem. Weil es gibt ja nicht mehr das Kit. Ich frage mal, ob er was zu essen für mich hat. So, ich schreibe dem jetzt mal Essen. Erstmal Erse geschrieben. Oh, das ist eine Lücke. Nicht reinfallen am besten. Na, oh Junge, ich dachte, der wäre. Ah, das ist die Mitte oder was? Ich dachte, der wäre gerade runtergefallen. Der Mage scheint ganz korrekt zu sein. Und. Ja, okay, was der kann, weiß ich noch nicht. Oh, ich habe einen Erfolg. Okay, mehr Ausrüstung. Lol. Da sind ja Zehntausende Ambosse. Da sind welche. So, komm, Junge, jetzt bitte Angriff. Irgendjemanden. Da waren doch welche. Nein. Mit der Angel. Oh, stark. Der hat sich irgendwie eingebaut. Ey, was will der mit seiner Angel, Junge?
Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, wie man noch Knockback erzielen kann durch die Angel. Weil das gibt's ja jetzt nicht mehr. Nein. Ey, Jungs. Enderpearl. Oh, jetzt backe ich wieder. Ey, warum kann ich die Steine nicht hinbauen? Hallo? Oh. Der hat mich irgendwie gerettet. Lol. Alles klar. Ich hab's irgendwie noch geschafft. Durch das Wasser. Aber ich glaube, der ist gestorben, leider. Und ich jetzt auch. Oh Mann. Schade, Mann. Dieser Teamkollege, der war echt sogar schlau, falls er das Wasser platziert hat. Ich habe mich irgendwie noch gerettet mit Spinnenweben. Aber hat doch nicht gereicht, weil da waren ja noch die zwei Leute. Also deren ganzes Team. Ja, schade. Aber damit würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Einfach mal wieder Minecraft gespielt. Nach so einer langen Zeit. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Und vielleicht, wenn ihr das weiter sehen wollt, also vorerst ist das hier nur ein Part. Schauen, wie es euch gefällt. Wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst es mich auf jeden Fall irgendwie wissen. Also Leute, haut rein, bis zu einem anderen Video und ciao.